Und liebe Zuschauer, ich wollte eigentlich gerade irgendwie eine Eselsbrücke schaffen zu den Teilnahmebedingungen. Oh, egal, das mache ich jetzt. Keine Teilnahme und Gewinnausschüttung unter 18. Anrufkosten 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilkosten höher. Mitmachregeln, yo, unter Mitmachregeln auch was mit dem geilen Parfum anfangen. Ich zähle mal kurz die Kohle, die hast du heute auf deinem Konto. 50, 70, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 1000 Euro plus X jetzt und... Jetzt! Klingeln hören. Schon wieder im Service Center? Ja, wunderbar. Oh, super. Das ist ja, jetzt, weil wir haben den Kevin im Service Center. Mal sehen, ob es denn vielleicht den Mann. Ich wollte gerade sagen, ich zähl schon mal, das schafft er. Im Nightlove. Das ist der, das ist ganz ehrlich. Petra, ich weiß, ihr könnt das. Fünf deutsche. Einfach nur eines, meine Damen und Herren. Fünf. Ja. In drei. Und jetzt enttäuscht mich bitte nicht ernsthaft jetzt mal. Ich habe hier echt Probleme, das hier weiter durchspielen zu können. Bitte nehmt euch jetzt, wer ist raus auf fünf deutsche Städte? Zwei. Es geht um so über 9.400. Noch schöner. 9.400. Machen wir 9.400. So. Hauptsache, es sind 9.400. Das Geld ist sicher. Das beschreiben wir übrigens jetzt rein, wenn wir von 5 auf 0 runtergezählt haben. Kein Witz jetzt mal. Das ist mehr, als da drin liegt. 9, 4 in 5. 4. Bei 0 steht's drin. 3. 2. 1. Und? Jetzt. 50 Cent kostet den Anruf aus dem deutschen Festnetz, meine Damen und Herren. Mobil ist das höher. Und mindestens 18 müssen Sie für eine Teilnahme und Gewinnausschüttung bitte unbedingt sein. Das ist Grundvoraussetzung. Bei weitem nicht so lange da. Leute, bitte, wenn ihr da draußen jetzt sitzt, ist zwei, auch wenn ihr noch nie was gewonnen habt, wer jetzt hier oben im richtigen Moment diese Nummer wählt, diese Nummer im richtigen Moment katapultiert euch direkt zu Beate und zu mir. 9.400 Euro, komm jetzt, das ist ja mal heute, das ist kein Jackpot. Nein. Ihr müsst nicht noch erst 5 Zahlen von 10 richtig raten. Ihr sagt uns die 5 deutschen Städte aus dem Umschlag, kriegt 9.400 Euro heute auf euer Konto, werdet glücklich bis ans Lebensende und alles ist gut. So ist es. Noch keiner ausgewählt. Gleich zu uns, zu Beate und zu mir, 9-4, dann spielen wir eine neue Runde. Weil jetzt reicht's dann. Nee, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, weil der wird jetzt richtig lösen. Ich hab die Lösungen hier. Okay, komm, das ist ja, das ist nicht mehr normal. Das ist aber, Leute, das kann man nicht. Was war das jetzt? 1400 sicher gehen hier raus, kein Witz. Nee, ich hab dir schon, nein, ernsthaft jetzt, ich mag dir nicht, wir gehen nicht runter. Beate, ich weiß, ich diskutiere, aber ganz ehrlich, nein. Das geht. Robin, ich möchte, dass ihr jetzt das Geld aus der Wanne holt, wegpackt und wir schmeißen den Automaten neu an. Ja. Neue Runde. Und weißt du was? Ein Witz, ernsthaft, wenn noch jemand wach ist, 2.46 Uhr, dann 9.400 Euro, ja. Wer ist 9.400 Euro sicher? Freunde, 3 Uhr morgens. So, deswegen ist dir der Umschlag runtergefallen. Ja, eine völlig normale Zeit. Ja, um deine Schuhe mal zu zeigen, genau. Beate, was passiert hier gerade mit uns? Ehrlich, wo sind wir hier reingeraten? Ich komme mir so vor wie so eine Timeschleife. Ja, wir können ja auch nur warten. Wir wissen nicht, wann der richtige Moment ist. Wann knallt's? Ja? Wo sind wir eigentlich? Was tun wir? Aber bevor wir gehen und das ist nicht mal... Hallo, kennst du? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ich kenne... Wer soll das Geißen? Ja. Geißer. Geißer kenne ich nicht. Aber ja. Gut, wir brauchen ein bisschen Glück. Scheiben Honig. Das aber war's. Ich glaube, Heiden freut sich auch über das Easypad, ne? Ja. Das ist doch ein schöner Gewinn. Am Montag brauchen Sie nicht einschalten, da ist nämlich nur der Dirk Löbling da. Ja. Nein, schalten Sie natürlich ein, ja? Was ist denn heute sehen. Los? Natürlich ist er da. Ja, schauen Sie das an. Ja, schauen Sie das an und wir sehen uns bald wieder. So ist es. Auf Wiedersehen.